So, jetzt bin ich mit dem ICE von Berlin nach München gefahren. Jetzt geht's hier weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Dort steige ich wieder um und fahre dann weiter mit dem Zug nach Innsbruck. Die Berge kommen näher. Wow, es ist halt super diesig heute. Garmisch-Partenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hall. Hall ist auch wunderschön. Guck doch mal hinter mir. Schaut mal, wo ich bin. Das ist meine Unterkunft. Ich schlafe im Kloster der Kreuzschwestern hier in Hall. Und das ist das Haus dazu. Mein Eingang ist dort hinten. Ich wollte euch mal die Unterkunft zeigen. Ein ganz einfaches Zimmer. Und die Dusche ist auf dem Flur. Das war das günstigste, was es hier noch gab in der Nähe von Innsbruck. Jetzt gehen wir mal ins Bad. Das ist direkt daneben. Mit Badewanne. Dusche. Ein. Nur eine Toilette. Und noch eine Dusche. Die Bibel und Jesus. Hier ist die Selbstversorgerküche. Eigentlich alles da, was man braucht. Und hier ist noch mal so eine kleine Bar. Passt mal auf, was ich euch zeigen will. Hier oben kann man es gut erkennen. Ich weiß nicht, da stehen Namen dran. Die ganzen Schilder sind mit Namen. Florian, Andrea, Klaus, Renate, Thomas und Sabine. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Das hier ist das Kloster. Mein Ausblick heute Morgen. Da sind die Skipisten von Hall. Da will ich morgen hin. Guten Morgen. Seht ihr die Berge dort hinter mir? Da geht's halt hin. Ich nehme euch mit in die Berge, ganz oben zur Hafeklarspitze. Es ist so windig, ich kann kaum stehen hier oben. Ich habe das Gipfelkreuz erreicht.